konnte diese Fin des Jäckle-Bar deutschen Stils die Prohibition überstehen und fast 130 Jahre im Geschäft bleiben? Die Antwort ist einfach. Während der Zeit des allgemeinen Alkoholverbots wurde sie als Flüsterkneipe unter dem Namen Craig's Restaurant betrieben und hatte geheime Verstecke für Alkohol. Die Bar war ursprünglich unter dem Namen Viehmeisters bekannt und servierte bereits im Jahr 1882 Speise und Trank. Während der Zeit der Prohibition umging sie aufgrund eines Namenswechsels das Polizeiverbot. Alkohol wurde jedoch weiterhin ausgeschenkt. Wurde Razzia-Alarm geschlagen, dann versteckten die Gäste ihre Cocktails in Windeseile in ihren Sitzbänken. Kurz nach Abschaffung der Prohibition nahm das Lokal seinen gegenwärtigen Namen Old Town Bar an. Die Old Town Bar war ursprünglich ein Lokal deutschen Stils, das von deutschen Brauereien in der Gegend beliefert wurde. Die Kunden stammten aus der Arbeiterschaft. Sie trafen sich hier mit ihren Bekannten, wenn sie ein wenig Heimatluft atmen wollten. Die Bar im Erdgeschoss war ursprünglich nur Männern vorbehalten. Im ersten Stockwerk gab es jedoch einen Speisesaal, zu dem sowohl Männer wie auch Frauen Zutritt hatten. So konnten viele Leute aus der Nachbarschaft die Gelegenheit zum Lokalbesuch nutzen. Im Innenraum können Besucher noch immer viele architektonische Details aus dem frühen 20. Jahrhundert bewundern. Ein Großteil der Inneneinrichtung ist seit den 30er Jahren gleich geblieben. Dazu gehören die Decke aus gepressten Zinnplatten, der antike Fliesenboden, die Buntglasfenster und die Sitzbänke aus Leder mit ihren hohen Lehnen. Die Bar rühmt sich auch eines der letzten, seit 100 Jahren funktionierenden Hinsdale-Pissoirs an der Ostküste zu besitzen. Dieses wurde im Jahr 1910 installiert und ist typisch für das frühe 20. Jahrhundert. Die Old Town Bar mag vielen aus Film und Fernsehen bekannt vorkommen. Hier wurden in den 80er Jahren die Anfangseinstellungen der David Letterman Show gedreht. Auch in Kinofilmen wie The Last Days of Disco kam die Bar vor. Das Lokal war auch immer Treffpunkt berühmter Schriftsteller wie Nick Hornby, der Dichter Billy Collins und seinerzeit Frank McCourt. Klientel und Wohngegend mögen sich zwar ändern, die Old Town Bar bleibt jedoch im Großen und Ganzen unverändert.